Hallo Leute, welcome back to a new video. Ja, ich mache mal wieder ein Video und diesmal was Kreatives. Und zwar, ich habe mich voll um Kerzenmachen gefunden und ich zeige euch heute, wie ich meine Bubble und Body Candles mache. Ich benutze für meine Kerzen eine Kokos-Rapswachsmischung gemischt mit Sojawachs. Und dann braucht ihr eine Schüssel, Klammern, so eine Gummis, eine Schere und eine Zündschnur, das nennt man Kerzendocht. Und natürlich braucht ihr auch noch eine Form, wo ihr den Wachs reingießt. Da gibt es verschiedene, ich habe meine von Etsy. Es gibt aber auch auf Amazon welche. Müsst ihr einfach mal im Internet rumschauen. Den Wachs, den ich benutze, habe ich bei Amazon bestellt. Ich habe ganz vergessen zu sagen, ihr braucht auch eine Nadel. Ich benutze meine Nadel, die ich auch benutze, um meine Wigs zu machen. Ich finde, eine gebogene Nadel ist einfach praktischer, denn ihr müsst die Nadel nun in die Silikonform reinstechen und dann wieder rausziehen, am besten nicht genau in die Mitte von der Form, sondern in die Mitte, wo am Ende oben der Kopf von eurer Figur ist. Sobald die Schnur komplett durchgezogen ist, könnt ihr einfach eine Haarklammer nehmen und die Schnur zwischen eine Haarklammer legen. Und so wird es eigentlich schon reichen und es bleibt fest. Dann könnt ihr es ein bisschen festziehen, damit die Schnur auch innen drinne gerade ist, weil ansonsten ist eure Zündschnur nicht gerade. Und wenn ihr die Kerze dann anzündet, kriegt ihr, glaube ich, ein kleines Problem. Ganz wichtig sind auch diese Gummis, die ihr um die Silikonform machen müsst, damit an der Seite nichts rausläuft, denn an der Seite holt ihr die Kerze wieder raus, deswegen ist auch ein Schlitz an der Seite. Ich benutze zwei Kochtöpfe. Ihr müsst einfach nur Wasser aufkochen, den anderen Topf reinlegen. Ihr könnt aber auch eine Schale nehmen, falls ihr keinen Topf zerstören wollt. Da macht ihr dann das Wachs rein und wartet, bis es weich wird. Ihr könnt zwischendurch ruhig ein bisschen durchrühren und warten dann, bis es komplett flüssig ist. Da dürfen auf jeden Fall keine Klumpen mehr da sein. Ich lasse den Wachs dann einen Moment abkühlen. Er sollte eigentlich bei 70 bis 80 Grad sein. Und dann könnt ihr anfangen, den Wachs in die Form einzugießen. Auf jeden Fall solltet ihr bis oben hingießen. Ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen drüber läuft, weil sobald der Wachs hart wird, wird er sich ein bisschen zusammenziehen. Das gleiche macht ihr dann einfach bei allen anderen Formen genauso. Bei der Bubble braucht ihr keine Gummis, da es ja eine geschlossene Form ist. Und ihr müsst die kleinen Formen ca. 8 bis 9 Stunden aushärten lassen. Die größere Form würde ich etwas länger aushärten lassen. Wir lassen die immer ungefähr so 10 Stunden aushärten. Und dann ist sie auch eigentlich immer fest. Meiner Meinung nach kann man beim Abziehen der Silikonform nicht so viel falsch machen und ich stelle mich manchmal schon blöd an und ich habe es auch geschafft. Ihr müsst einfach die Kerze dabei versuchen, nicht kaputt zu machen. Natürlich, wenn ihr Nägel habt wie ich, ist es ein bisschen tricky. Es kann sein, dass ihr daran aus Versehen rumkratzt. Daher, da solltet ihr aufpassen. Bei der Form mit der Bubble finde ich es tatsächlich sogar ein bisschen schwieriger als bei der mit dem Körper drin. Bei der mit dem Körper solltet ihr einfach aufpassen, die Kerze nicht zu zerbrechen, aber so leicht zerbrechlich ist sie dann wiederum auch nicht. Die Silikonform hat an der Seite schon einen Schlitz, wenn ihr sie im Internet bestellt.
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schlitz schon da sein wird. Und da könnt ihr es dann einfach aufmachen, die Kerze rausziehen und am Ende schneidet ihr einfach nur noch unten am Boden die Schnur ab und oben könnt ihr sie ein bisschen kürzer schneiden, falls ihr darauf Lust habt. Euch hat das Video gefallen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Kerzenmachen. Es ist eine sehr gute Abwechslung für den Lockdown.